schöne Füße. Mal wieder nach langer Weile werde ich heute etwas über Emulatoren erzählen. Ich nehme an, jeder von euch hat schon mal früher oder später irgendwann mal irgendwas mit einem Emulator gemacht und der weiß auch, dass es für jedes System gibt es so sein Programm. Für den Super Nintendo gibt es ein Programm, für die PlayStation, für Sega, irgendwas. Ne, ich habe hier auch zum Beispiel, habe ich hier drauf, SNES 9X für den Super Nintendo, PC SXR für die PlayStation. Und hiermit kann ich dann zum Beispiel einfach mal ein Spiel öffnen, Aladdin, und dann kommt Aladdin. Das wird ja der ein oder andere sicherlich schon mal gesehen haben. Damit man jetzt nicht für jede Konsole eine eigene Software installieren muss, die ist dann für die eine Distribution, gibt's die für die andere wieder nicht oder die, das fehlt mir jetzt. Dafür gibt es eine tolle Lösung, die oft Anwendung findet bei diesen ganzen Retro-Pi-Konsolen, wo dann dieser Raspberry Pi genommen wird, der kommt in so ein Gehäuse. Da kommt dann das sogenannte Retro-Arch drauf, um das es heute gehen wird, und das vereint praktisch alle Emulatoren in einer Software. Und das Ganze gibt's halt nicht nur jetzt für ein Raspberry Pi, sondern auch für alle gängigen Linux-Distributionen. Ich werde das hier unter OpenSUSE zeigen. Ich werde ganz kurz hier mal in die Softwareverwaltung gehen und dort werden wir uns dann mal eben anschauen, wie man das Ganze installiert. Im Grunde ist es ganz einfach. Man muss nur vorher das Emulatoren-Repository von OpenSUSE hinzufügen. Dazu geht man auf Repositories und dann gibt man hier den Link ein, nachdem man auf Hinzufügen gedrückt hat, und gibt dann hier die URL ein. Diese URL findet ihr unter dem Video zum Rauskopieren und das ist auch offiziell von OpenSUSE, da sind dann Emulator-Sachen drin. Und in diesen Emulator-Sachen sind dann zum Beispiel RetroArch, nach dem wir jetzt suchen, RetroArch ohne S. Und dann kann man hier das Emulator-Frontend installieren. Und nicht nur das muss man installieren, nämlich wenn man auch ein bisschen was emulieren möchte, braucht man die sogenannten Cores dazu. Und diese Cores entsprechen praktisch immer einem Emulator, der von Retro auf den RetroArch zurückgreift. Und wenn man das installieren möchte, dann gibt man hier einfach ein libretro. Und dann findet man hier ganz viele libretro-Kerne. Zum Beispiel die 3D Engine. Es gibt dann die PlayStation und Super Nintendo und was weiß ich, was es dann hier alle gibt, Game Gear, Game Boy, das Ganze. Also es gibt wirklich von RetroArch gibt es wahnsinnig viel, was da unterstützt wird. Das ist auch der Grund, warum ich dieses Video mache. Denn wenn man RetroArch einmal eingerichtet hat, und das ist auch nicht so schwer, am Anfang ist es vielleicht etwas überwältigend, aber es ist längst nicht so schwer, wie es aussieht. Wenn man das einmal überwunden hat, sage ich jetzt mal, dann kann ein RetroArch schon einige Wochen beschäftigen. Und es bringt dann auch sehr gut durch einen Lockdown, wenn man betroffen ist von Kurzarbeit oder sonstigen Einschränkungen und nicht weiß, wo man mit sich hin soll. Dann ist das hier eine ganz, ganz tolle Alternative. Okay, also das auf jeden Fall installieren. Und wenn das dann fertig ist, dann kann man RetroArch starten. Ich habe das hier schon in den Favoriten. Und das sieht dann ungefähr so aus und es ist im Grunde jetzt so ein, ich weiß, wer kennt diese Multimedia-Systeme, Kodi heißt es, glaube ich, und diese, ihr wisst schon, so ein Multimedia-System. Es sieht halt aus wie so eine eigene Plattform, ne, so ein PlayStation-Menü oder sowas. Auf jeden Fall kann man hier in diesem ganzen Gedönse erstmal in die Einstellungen gehen und dann hier unter Eingabe die Controller einrichten. Ich habe alle Controller ausprobiert, die ich besitze, und es funktionierten alle. Darunter waren PlayStation 3 Controller, PlayStation 4, der Steam Controller und mein geliebter Stadia Controller. Den finde ich wirklich toll. Also finde ich, ist ein wertiger, gut in der Hand liegendes Stück Hardware. Stadia ist eine andere Sache, aber es ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall hier unter Eingabe kann man hier seinen Controller dann konfigurieren. Port 1 Controls kann man hier eingeben, Taste links, unten, rechts, hinten, vorne, und man kann auch hier eine Lightgun, wenn man möchte, hier einrichten.
Und im Grunde ist es das schon gewesen. Wer den Analogstick verwenden möchte, der kann hier noch analog zu Digitaltyp einstellen und der linke Analogstick funktioniert dann praktisch wie das Digitalkreuz. Es klingt falsch und verkehrt, aber es funktioniert genau so, wie es sein soll. Hat mich am Anfang auch ein bisschen irritiert, aber es macht, was es soll. Und linker Analogstick für eine Digi-Kreuz-Eingaben funktioniert wunderbar. So, so viel dazu. Was man auch machen sollte, ist hier unter Hotkeys einmal eine Controller-Tastenkombination fürs Menü festlegen. Ich habe hier Start-Select genommen, man kann hier auch andere nehmen. Und wenn ich jetzt im Laufe des Spiels Start und Select gleichzeitig betätige, dann taucht ungefähr dieses Menü auf und von dort aus kann ich dann Einstellungen vornehmen. Ich kann das Bild größer machen, ich kann Filter einstellen, ich kann lauter, leiser machen, ich kann das Spiel speichern und allen möglichen Schüssel. Das können wir uns gleich nochmal anschauen. Und im Großen und Ganzen ist das alles, was man hier einstellen muss. Das aber auch nur, weil ich mit den sonstigen grundlegenden Einstellungen, was Bildqualität, Tonqualität angeht, bin ich hundertprozentig zufrieden. Es ist nicht so glatt gebügelt, wie das bei anderen Emulatoren der Fall ist. Es ist aber dafür meiner Meinung nach sehr, sehr nah am Original. Finde ich unheimlich charmant und deswegen feiere ich das auch so ein bisschen, weil es ist so, ja, naturbelassenes Oldschool-Gaming. Gucken wir uns aber gleich an. Wir können jetzt zum Beispiel schon hingehen. Ich werde einfach mal hier einen Inhalt laden. Da bin ich im Moment bei. Wenn ich Langeweile habe, dann spiele ich ein bisschen meine Jugendsünde. Da habe ich früher wahnsinnig viele Stunden drin verballert und das ist Landstalker für das Mega Drive und ich habe es bis heute nicht durchgespielt. Ich habe mir vorgenommen, das zu machen. So, wenn man jetzt so einen Inhalt lädt, zum Beispiel, ne, Landstalker bin, dann weiß RetroArch nicht sofort, was steht in dieser Bin drin, für welche Plattform ist das. Das muss ich mir selber aussuchen. Es könnten alle diese hier sein, es kann was von Atari sein, es kann PC Engine sein, Nintendo, das weiß RetroArch nicht, das muss ich ihm sagen. Und ich weiß, es ist ein Mega Drive und deswegen nehme ich hier den Kern von Pico Drive und der Unterstützer Master System, Mega Drive, Sega CD und so weiter. Und wenn ich da drauf drücke, dann geht es los. Nehme ich meinen Controller und dann kann ich hier losspielen. 4,5 Stunden bin ich schon drin und ich hatte großen Spaß bisher. Ich habe sogar jetzt das Feuerschwert gefunden und sei vorsichtig, Gott segne dich. Und dann kann ich hier ein bisschen durch Mercator wandern und oh, so Landstalker eben. Ich weiß nicht, wer es kennt. Wer es nicht kennt, auf jeden Fall kann ich das empfehlen. Wobei ich nicht weiß, ob das Ende gut ist oder schlecht. Ich habe es noch nicht gesehen, aber der Weg dahin ist bisher richtig, richtig gut. Was an diesem Spiel, aber ist auch völlig egal. Es ist steuerungstechnisch an einigen Stellen schlecht gealtert, aber wie gesagt, das soll egal sein. Wer auf sowas steht, kann ich nur empfehlen. So viel erstmal dazu, denn wenn man jetzt beispielsweise ein PlayStation-Spiel spielen möchte, dann kann man das nicht einfach so starten. Ich werde das mal hier kurz schließen. Wir werden RetroArch beenden. Denn um so ein PlayStation-Spiel zum Laufen zu bringen, braucht RetroArch, beziehungsweise der Kern, der da verwendet wird, der braucht eine BIOS-Datei. Und so eine BIOS-Datei, ich weiß jetzt nicht genau, ob die auch für Saturn oder Dreamcast auch nötig ist. Ich weiß aber, für die PlayStation-Emulation braucht man so eine BIOS-Datei. Die kriegt man aber ziemlich leicht im Internet, wenn man so eine BIOS-Datei sich heruntergeladen hat. Dann geht man in sein Heimverzeichnis, betätigt STRG H bzw. blendet die versteckten Ordner ein und dann findet man unter dem Ordner Config den Unterordner RetroArch ohne S. Und in diesem Ordner wiederum findet man das System, also den Systemordner. Und hier rein kommt dann diese BIOS-Datei. Die heißt bei mir SCPH5502 und ist das europäische BIOS für die klassische PlayStation. Und wenn man das erledigt hat, dann ist man startklar. Dann braucht man nur noch seine eingelesenen Original-CDs natürlich, seine Privatkopien der Spiele. Und dann kann man hier den Inhalt wieder laden.
ich habe meine ganzen PlayStation-Spiele natürlich hier eingelesen und jetzt kann ich mir hier Metal Gear Solid aussuchen. So, und jetzt fragt er wieder, weil es ist ja eine ISO-Datei, es kann also jegliche Art von CD sein, es kann also PC Engine sein, es kann Dreamcast sein, es kann Sega CD sein, Saturn oder die PlayStation. Ich entscheide mich für die PlayStation und dann geht es los. Das Geräusch kennt man noch. Oh, toll. Ich hatte Retro Arsch auch schon mal so weit, dass er dann dieses Intro auch mit dem weißen Bild, das habe ich auch schon gezeigt bekommen. Ich habe ein bisschen in Einstellungen rumgespielt, jetzt um das Video hier zu machen. Ich hatte versucht, mit den Filtern so zu arbeiten, dass man optisch richtig was hinkriegt. Ich habe es. Es ist nicht das Ergebnis geworden, was ich mir gerne gewünscht hätte, aber ist auch egal. Denn wie gesagt, das, was mir hier geboten wird, finde ich so charmant und ist so schön nah am Original. Da muss ich nichts glatt ziehen. So, wir schauen mal, ob ich was geladen habe. Und ich habe hier. Möchtest du den Mission Log readen? Nein, möchte ich nicht. Ich möchte nur mal kurz hier rumsneaken. Ach so, hier bin ich. Ich befinde mich im Gefängnistrakt. Und ich muss Meryl retten, ne? Wie war das? Der Radar, er zeigt die Position des DARPA-Chefs an. Hier ist der grüne Punkt. Schnell, befreien. Ach ja, den DARPA-Chef muss ich... Nein, ich will da nicht nochmal anrufen. Nicht. Los, Snake. Snake, nein. So, jetzt guckt euch das an. Oh, ist das toll. Schön 4:3, pixelig, genau wie damals, on point. Und ein Traum. Es ist einfach ein Traum. Konnte ich nicht hier irgendwo... War hier nicht... Hier war doch irgendwo einer auf dem Locus, oder wie war das? Ich komme hier... Nein. Das ist nur so eine blöde Tafel. Hier wird nachher auch irgendwie... Oh, guck mal. Ich kann über die Wand schauen. So. Und hier... Hier ist auch nichts. Gut. Ja gut, ich denke, ihr könnt euch vorstellen, wie das hier so läuft. Und ich könnte jetzt eigentlich den ganzen Abend so weitermachen. Komm, wir machen noch mal ein N64-Spiel, weil wir gerade so gut drauf sind. Emulatoren, Nintendo 64. Und natürlich muss man Super Mario 64 in seinem Leben einmal gespielt haben. Es ist gut. Hallo. So. Auch oh, fantastisch. So. An Mario, da fällt mir auf, das ist mir früher schon aufgefallen, dass die Emulation, wie beschreibt man das? Man erkennt einfach, was zum Spiel gehört und was irgendwie Hintergrund ist. Guckt euch die Wolken an. Es fehlt ja auch wirklich jede Form des Weichzeichnens, habe ich, glaube ich, es geschafft zu deaktivieren. Deswegen sieht es stellenweise nicht so schön aus. Aber es ist sehr performant. Es läuft wunderbar. Und das gefällt mir sehr gut. Also das müsste man, wo ich gerade noch dieses originalgetreue Wiedergeben gelobt habe bei den Nintendo 64 Spielen, ist es nicht der Fall. Die waren immer alle früher, das weiß man, also alle, die es wissen, es war alles arschig verschwommen immer. Super kacke. Und in diesem Fall ist es eher pixelig. Aber es ist schön. Es ist wirklich schön. Auch jetzt. Mensch. Auch das damals als junger Bub das erste Mal ein richtiges 3D-Jump'n'Run zu spielen war. Das kann man überhaupt gar nicht beschreiben, was das für eine Offenbarung damals gewesen ist. Genauso wie Metal Gear Solid natürlich, das ist ja ein spielbarer Action-Thriller. Komm, wir fahren mal hier kurz auf den Berg. Whee, oh shit, ich kann's einfach nicht. Gut.
Ja gut, also ich denke, das reicht. Das war's im Grunde zu Retro Arsch. Im Grunde alles, was man dazu wissen muss. Man kann hier, ach ja, das habe ich natürlich noch nicht gezeigt. Glaube ich, dass ich das nicht gezeigt habe. Wenn ich jetzt ein Spiel starte. Ah, wie konnte ich das denn nur vergessen? Nehmen wir noch mal ganz kurz hier irgendeins. Nehmen wir ein Sega Master System Spiel und ich nehme Aerial Assault, weil Aerial Assault. So, Start. Das war die erste Konsole meines ganzen Lebens, war ein Sega Master System und nebst Alex Kidd in Miracle World war das hier das erste Spiel, was ich so gespielt habe. Oh, das ist immer noch toll. Oh. Piu, 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 piu. Oh yeah, oh yeah. Und Bomben, oh yeah. So, jetzt ist aber Schluss. Also, wenn ich jetzt Start und Select gleichzeitig drücke, wie vorher definiert, dann kann ich hier in dieses Menü rein und von hier aus kann ich natürlich allerlei Optionen vornehmen. Ich werde den Teufel tun, jetzt alle durchgehen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch da selber durchkämpfen. Es gibt unfassbar viele Einstellungen. Und man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel verstellt, weil ansonsten sieht zum Beispiel die N64-Erfahrung nicht mehr so original aus, sondern eher pixelig, so wie es bei mir der Fall ist. Und man kann auf jeden Fall unfassbar viele Sachen hier machen. Cheats gibt's auch. Aber wie das funktioniert, weiß ich nicht. Denn echte Männer brauchen keine Cheats. Die kriegen das so hin. Naja, ich kann hier speichern, Bildschirmfotos machen und den ganzen Schlüssel. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt und euch sowas interessiert, dann schaut euch das an und werdet froh damit. Ich werde hier noch ein bisschen weiter daddeln und wünsche euch in diesem Sinne ganz viel Spaß beim Emulieren von altem Schissel und wir sehen uns dann. Ja, Freunde, das war's. Das war das erste Video nach langer, 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 langer Pause. Und jetzt wird es, also definitiv wird jetzt wieder regelmäßiger was kommen. Ich bin damit auch schon in Vorproduktion. Das heißt, es ist schon was fertig, was ich im Grunde nur noch hochladen muss, praktisch so Reserve. Aber ich habe schon ziemlich viele Sachen, die ich machen will. Und genau das ist auch der Punkt. Es wird hier insofern wird sich etwas ändern. Die Videos werden, ja, wie soll man das sagen? Die werden nicht mehr so albern sein. Peniswitze werden weniger, aber ich werde sie natürlich ohne Peniswitze komme ich natürlich auch nicht aus und ohne Arschwitze selbstverständlich auch nicht. Aber es wird so ein bisschen wie früher, als Knietief mal angefangen hat. So ungefähr muss das wieder werden. Die Inhalte müssen so sein, dass ich sie auch so machen wollte. Von vornherein und nicht irgendwie etwas dahin göbel, nur damit ich mal was gemacht habe zu irgendetwas, wozu ich aber im Grunde überhaupt gar nichts sagen wollte. Ne, das ist so das. Dann gibt's auch noch einen frischen Freischwimmer in 2021. Der wird allerdings sehr, sehr umfangreich und das aus dem Grunde, damit ich erstmal den alten ablösen kann, ne? Denn viele Aspekte von dem alten Freischwimmer, die passen einfach nicht mehr. Und ich kriege heute noch E-Mails, die dann sagen, ich habe das gemacht und es funktioniert einfach alles nicht. Und deswegen, der wird auf jeden Fall verschwinden, der alte, und der neue kommt und er wird sehr viel umfangreicher sein. Ich möchte damit aber auch, also mindestens 90% von den ganzen Problemen und Fragen, auf die Neulinge stoßen, wenn sie sich so ein Linux installieren, dass das da irgendwie mit beantwortet wird und dass man dann einfach zielgerichteter Fragen, die auch im Nachhinein noch irgendwo gestellt werden, einfach beantworten kann, sagen, hier guckt ihr das Video an, da habe ich das klipp und klar beantwortet. Es ist ja heutzutage auch so, es gibt eigentlich kaum eine Frage, wo ich nicht sagen kann, guck da irgendwo, da habe ich das, glaube ich, irgendwo schon mal erwähnt. Das Dumme ist, ich finde es halt nie wieder.
Und ich, so sehr ich mich immer über die ganze Fragmentierung in der Linux-Welt aufrege, habe ich meinen Kanal selber derartig fragmentiert, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Und das wird sich jetzt ändern. Das ist eigentlich die Kernaussage, was ich sagen wollte. Gut, wie dem auch sei, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war jetzt einmal, was mir ein großes Anliegen war, was über Emulatoren gemacht zu haben. RetroArch kam mir da auch sehr gelegen, hat mich in den Wintermonaten, wo auch nicht ganz so viel zu tun war, dass mich das gut über die Runden gebracht hat, mich ganz toll beschäftigt, finde ich richtig klasse. Und ich würde es jedem empfehlen, und bevor ihr vor Langeweile irgendwie die Wände hochgeht, dann probiert es aus, ist ganz toll. Und vielleicht abschließend nochmal für alle, die sich die Finger gerade in den Kommentaren wundschreiben, dass das alles verboten und illegal und ethisch völlig inkorrekt ist, solche Sachen zu emulieren, klärt es bitte woanders, wenn darum geht's ja einfach nicht. Es gibt Emulatoren, es gibt ROMs, jeder weiß, wo man das kriegt, jeder kann es machen. Es ist eine Grauzone, das weiß auch jeder, aber meine Fresse. Lass die Leute ihren Spaß haben, gerade in der jetzigen Zeit. So, das soll es jetzt aber gewesen sein. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.